Warst du so viel schlechter als ich noch verbeilt? Oh, ich habe richtig Wahrscheinlich kommt 900 G habe ich gemacht diesen Tag. Auch auf die Zeiten an, wie man streamt. Ja, das stimmt natürlich. Aber Montags ist gut. Freitags ist ein Scheißtag, das streamt jeder. Samstag genauso. Wann? Montags und Samstag? Freitags. Also wenn ich dann in meine Follow-Liste schon gucke, wenn dann 10 Leute live sind, ne, dann weißt du, wie viele insgesamt auf Twitch gerade live sind. Also. Ey, ich habe eine Pastinake gepflückt. Ich kann abgeben. Nice. Ich habe echt keine Pastinaken. Dann schlafe ich noch. Aber ist Sonntagvormittag ein guter Tag? Entschuldigung. Kommt halt eh wahrscheinlich drauf an, was man. Wann man streamt. Also. Weiß auch nicht. Wie du schon sagst, wenn man es regelmäßig macht. Gewöhnen sich die Leute auch dran und gucken. Stark Samstag 6 Uhr morgens. Klar. Wenn ich den Freitag durchmache, könnte ich diesen Termin einhalten. Planet Zoo wäre immer eine gute Wahl. Das stimmt, Planet Zoo ist natürlich immer eine gute Wahl, aber immer ein gutes Spiel. Das hat mich letztens so aufgeregt. Ist der Reis jetzt mal fertig? Ist der Reis fertig? Nee. Aber den muss man nicht gießen, das ist ein komischer Boden. Das, ja. Ja, es hilft nass, nicht, wenn du den gießt. Ja, der ist immer nass, glaube ich. Aber deswegen muss man den wahrscheinlich auch neben Wasser pflanzen. Ja, ja. Bring mal die Pastinake weg. Oh, nice. Dann kannst du auch die Belohnung mitnehmen. Konntest du eigentlich noch die Belohnung in dem anderen nehmen? In dem was? In dem allerersten, was wir abgegeben haben? Habe ich nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Guck ich gleich. Erstmal aktiv zu streamen, Goro, wäre eine gute Wahl. Der Goro ist halt ein gemütlicher und der möchte den Abend auch mal chillen. Deswegen. Meistens? Meistens wird gechillt. Halt ein chilligen, der Goro. Nee, ich mach halt. Und geht da mit Jamesy auf Couch. Haut den Football Manager rein. Halt in eigentlich immer viele, viele Videos gemacht. So. Viel YouTube-Content. Geschwindwachse Dünger 20. Ich glaube, du. Also, ich konnte. Nee, ich hab die alte Belohnung nicht nehmen können. Was? Kein Wort verstanden. Das war Belohnung nicht nehmen können. Die andere nicht nehmen können? Nein. Jetzt haben wir. Müssen wir Belohnung immer teilen, oder was? Ja, ich gebe dir gleich 10 Dünger. Jetzt ist hier bei dem Ofen ein neues Ding aufgeploppt. Was war das denn hier noch? Vom Wegbau, ganz genau, ja. Ich genieße den Lebensabend, das ist auch korrekt. Ah, der Heizraum ist jetzt da, Guru. Speedbuilds in Life, das wäre nicht schlecht. Ja, die nimmst du auf und dann speedest du die ab auf YouTube, ist so geil. Oder definier Speedbuild gerade anders. Nee, das ist richtig. Ja. Da muss ich nur, jetzt aktuell nehme ich ja alles auf. Da müsste ich ja nur so aufnehmen, dass ich nur das Spiel aufnehme und nicht noch die Facecam. Aber wenn die gespeedet ist, dann sieht das doof aus. Aber ist auch lustig irgendwie. Aber dann müsste ich das. Das kann man doch machen, oder? Was? Müsste ich dann nochmal OBS nochmal. Du nicht, weil die OBS kann die Webcam nicht ausblenden. Während du es. Also. Cutscene. Ja, ich merk's gerade. Was soll ich machen? Ich skip sie. Pierre sagt, willkommen bei Pierre. Wie kann ich helfen? Alter, Pierre, ich habe hier schon seit Tagen angekauft. Nefis hat jetzt auch noch die große Tasche gekauft. Siehst du, wie der reinkommt jetzt? Nö. Das hier der Typ vom Joja-Markt. Der möchte den Laden kaufen jetzt, sagt er. 50% auf alle Produkte. Pierre. Zeit. Ich habe keine Zeit für Cutscenes. Es geht um die Story in Stardew Valley, habe ich gesehen. Auch in deinen Kommentaren. Ja, Pierre. Gegen die Preise kommt man nicht an, Pierre. Das stimmt schon, aber ich meine, wenn man eine Tasche für 2000 Ocken verkauft,
Das ist ja klar, dass jeder zum Jojo-Markt geht hier. Ja, vor allem den Rucksack, ey. Bei Jojo-Markt kriege ich bestimmt einen billigen Rucksack für den Fuffi. Der geht zwar auch instant kaputt, aber ich kann mir 10 im Monat kaufen. Okay. 18 Pastinakensamen gekauft. In der Hoffnung, dass wir da ein paar goldene rauskriegen. Wir brauchen 5. Warte. Hattest du Dünger? Nice. Ist das für schneller wachsen oder was? Geschwindwachs. Um 10% schneller. Das will ich ja nicht. Ich würde halt lieber so richtigen Dünger nehmen, dass auf jeden Fall gute Qualität rauskommt. Den gibt's auch, ja. Hey, Tyrannexen. Das ist das Gute mit Nerz. Mit Nerzfell gefütterte Rucksack, den wir hier gekauft haben. Ah. Der Pierre, der weiß noch, wie er die Leute glücklich macht. Ah, mit so einem Rucksack ist schon das Leben geiler, muss ich gerade mal sagen. Ja, doch ganz gut, dass ich mich überzeugen lassen habe vom Chat. Der Invest war richtig. Investing-Tipps. Morgen scheint wieder die Sonne. Ah. Raft hätte ich ja gern live gesehen. Hat sich immer ewig angefühlt, bis eine neue Folge kam. Alle 2 Tage. Alle 2 Tage. Oh, und das live. Wow. Alleine wow. Was ist denn das eigentlich auch für eine Erzählung, die du da gestartet hast bei dir? Wie Erzählung gestartet habe bei mir? Es war nur die Wahrheit. Das Rufmord, den du da ausgeübt hast. Also ich rede meistens, wenn ich über Nefias rede. Die Leute haben dich vermisst. In höchsten Tönen. Ich war auf YouTube, Alter. Ja, aber es ist doch nicht das Gleiche. Täglich auf YouTube. Dass die Leute dich Gorobei nicht so live nennen, das hast du ja wohl selbst zu verschulden. Die Idee kam nicht von mir. Das war der Chat, der gesagt hat, ja, Gorobei nicht so live. Zeig euch. Da wird jetzt hier eine Kontinuität reingebracht. Das war's. Ihr könnt jetzt schon mal, wenn ihr keinen Bock drauf habt, direkt unfollowen. Unfollowen. Wenn ihr Bock drauf habt, einen Sub da lassen, aber nur ein Sub, kein Follow, danke. Petet sein hat jetzt direkt gefollowt. Oder Petet sein? Petet sein? Petet. Danke auf jeden Fall. Aber wird wahrscheinlich gleich wieder zurückgezogen, denn das hier ist jetzt ein 24-Stunden-Live-Kanal, Leute. Die Bots werden hier gestreamt. Guck mal, hast du jetzt einen zweiten Rechner, der den ganzen Tag den YouTube-Content streamt. Und die gerenderten Videos da, die lasse ich dann abspielen. Ja, Smeet und Gronkh, die 24-7 Twitch-Kanäle haben, wo die ganze Zeit immer nur die VODs laufen von YouTube. In einer random Reihenfolge, ohne Playlisten, wo immer nur random durcheinander die Videos kommen. Einfach nur Folgen kommen. Da wird dann rausgeballert. YouTube und Twitch kann man wirklich nicht vergleichen. Okay, okay. Ich war aber immer aktiv auf YouTube. Du kannst auf Twitch auch die alten, du kannst den Stream hier einfach auf VOD stellen auf Twitch. Und einfach immer wiederholen lassen. Immer wieder starten. Ja. Der kommt morgen wieder um 8. Jeden Tag. Und dann gibt es Leute, die denken, das ist jeden Tag neuer Content und feiern das voll. Ja, wenn ich eh nicht auf den Chat eingehe, ist alles okay. Ich schaue immer gern deine Videos, das ist es ja nie. Was? Verstehe ich nicht ganz. Habe ich auch nicht verstanden. Ist bestimmt. Das weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Egal. Sorry. Wie lange müssen wir eigentlich noch?
Willst du, dass es endet? Nein, aber wir haben dann die ganzen Folgen, wenn wir nächste Woche wieder streamen sollen. Ja, wir haben doch gesagt 2 Stunden. 1,40 haben wir. 2 Stunden nur? Ich bin jetzt so gut dabei. Aber es ist ja jetzt auch, es sind Feiertage, Goro. Du weißt, obwohl du fährst nicht weg. Es ist dieses Jahr ein komplettes Ausnahmeprogramm. Das ist ja anders. Sonst heißt es immer in den Minecraft-Projekten, wenn es zu Weihnachten hingeht, Nefi, wir müssen 4 Wochen im Voraus produzieren. Ja, und wenn Gamescom ist, Goro, wir müssen 5 Wochen im Voraus produzieren. Ja, wenn Gamescom ist, komme ich. Goro, wir müssen 5 Wochen im Voraus. Aber du bist nur 3 Tage auf Gamescom. 5 Wochen! Mittwoch bin ich nicht da. Das wird Donnerstag immer schlecht. Freitag für mich. So ungefähr sind die Gespräche mit dir. Ja, geil. Ja, das ist jetzt Gamescom. Ja gut, müssen wir vorproduzieren. Lass Special-Folgen machen für die Leute. So, aber wenn, dann müssen wir jetzt schon mal richtig, richtig drüber sprechen. Und letztes Jahr an Weihnachten war ich 2 Tage nicht da. Da erinnere ich mich aber auch nicht mehr, wie es war. Ich erinnere mich nur daran an Minecraft-Projekten, wo wir dann gesagt haben, boah geil, wir haben 4 Wochen voraus, voll gut. Ja, das stimmt. Aber das hatten wir in Minecraft, weil da haben wir 8 Folgen gemacht. Wie war das nochmal? Da haben wir mehrmals in der Woche aufgenommen, das waren 2 Tage dann. Wir haben 2 Tage, Montags und Mittwochs, ne? Ja. Axt-Effektivität plus 1. Ja, bekommen. Boah, Leute, 2020 Gold. Der Goro investet echt besser als ich, ey. Der hat mehr Sachen angebaut. Ich habe nichts angebaut. Hashtag Liebe in den Chat. Ich habe den Frühling schon aufgegeben. Ich baue im Frühling nichts mehr an. Hashtag. Morgen regnet's. Oh, geil. Investing-Tipps gratis auf meinen Nacken, Freunde. Meinen Nacken. Aber den Twitch-Stock hat er schon drauf, Chat. Gleich ein Offline-Witze. Ja, das stimmt. Na gut, dann. Das natürlich nicht. Ich schaue deine Videos ja trotzdem gern auf YouTube, aber live ist es eben was anderes. Jetzt verstehe ich's. Geld sparen und im Sommer dick in Blaubeeren investieren. Blaubeeren sind im Sommer best Investing-Tipps. Ich habe schon Melonensamen. Habe ich dir die abgegeben? Nee. Ich hätte dir vielleicht welche abgegeben. Wie viel habe ich davon eigentlich? Das war eine Belohnung für das 9 Stück. Kann ich leider nicht teilen. Ist nicht durch 2 teilbar. Ja, aber ich habe auch. Warte mal. Oder kannst du in dem kannst du beim Archäologen dann auch die Belohnung mitnehmen, wenn ich was abgebe? Das kann sein. Ach, das geht, weißt du, aber Gemeindehaus geht nicht. Ich habe eine Bitte, ich brauche frischen Blumenkohl. Damit kommst du zu spät, Jody. Obwohl, hier wächst noch Blumenkohl. Wie lang? Ich nehme mal an. Mal gucken. Du kannst nur annehmen. Ja, du hast das X oben drücken können. Oh, naja. Ich hätte einen silbernen Blumenkohl noch. Willst du den haben? Nee. Bei mir wächst noch. Dann nicht. Man möchte hier nett sein. Braucht deine Almosen nicht. Mr. 4K auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das haben konnte. 2. Ich habe 800. Ich kann so wenig Geld haben. Ich bin halt ein sehr genügsamer. Ich bin der bescheidenere von uns beiden, weißt du doch. Ich muss selber lachen, ey. Wer ist denn überhaupt Jody? Ich habe keine Ahnung. Hast du den Auftrag auch bekommen? Ja, ja. Wer ist Jody? Jody ist die mit den braunen Haaren. Ach, die? Ja. 9. Und heute ist Freitag. Oh, hat jemand Geburtstag? Ich muss auch mal gucken, ob die Leute Geburtstag haben. Wenn ich mich gut stelle mit dem im Dorf. Ach, gestern hätte Pam Geburtstag gehabt. Verdammt. Da schenkt man gerne mal eine Flasche Wein. Hast du einen Topaz? Nee. Aber ich bin jetzt in der Mine, soll ich einen holen? Ja, wenn wir einen Topaz haben. Wie lange habe ich denn Zeit dafür? 2 Tage. Okay, ich brauche einen Topaz 2 Tage. Aber morgen regnet es, ne? Mhm.
wichtig, Leute. Das ist wichtig. Wo wohnen die mit den braunen Haaren? Wohnt die hier? Die Jodie. Keine Ahnung, wo die wohnen. Ah, da ist sie. Das war ja einfach. Soll ich sie einfach ansprechen oder wie war das? Mit dem Blumenkohl in der Hand, oder? Oh, der sieht lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Das ist genau das, was ich auch mal zu einem Blumenkohl sage. Oh, sieht der lecker aus. Für mein geliebtes Curry. Blumenkohl ins Curry. Blumenkohl ins Curry, aber es klingt in meinem, also es klingt nicht komisch, aber ich würde es nie machen. Hat er wohl verpammt. Verstimmt. Pam's Harvest Craft. Oh nein. Also Leute, wir haben den 19. Blumenkohl das heißt, Curry ist voll geil. Nein. Ein. So, wie viele Tage läuft das Ding hier noch? 7? 8? 9. 9. Blumenkohl Curry, das klingt wie so Ananas auf Pizza. Kartoffeln wachsen 6 Tage. Blumenkohl ist oft im Curry. Okay, sorry. Dann habe ich halt nur noch keinen Blumenkohl im Curry gehabt. Klingt jetzt auch ziemlich komisch, wenn ich das so sage. Das gehört da auch nicht rein, lass dir nichts erzählen. Ist die Kapelle hier rechts immer? Kapelle? Was ist denn das? Ist das hier Piers heiliger Schrein oder was? Ist der schon immer da gewesen? Ja. For real? Ja. Kann ich da was reinlegen? Altar von Joba. Geil, er ist Joba. Tür zu. Was kosten die andere Tasche noch? 10.000? Ja gut, aber die Tasche, die wir jetzt haben, ist ja wohl schon ein Hardcore-Upgrade. Krasses Upgrade ist das tatsächlich. Freund, ich investiere nochmal. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel investieren. Und dann wird im Sommer... Pierre betreibt auch die Kapelle, Jupp. Okay. Und dann im Sommer investiere ich das gesamte Geld in Blaubeeren und mache noch mehr Geld. Leute. Captain Smartass, wie man so schön sagt. Smartass. Hole und... Ich brauche auf jeden Fall eine neue Vogelscheuche, weil jetzt habe ich zu langsam zu viele Felder. Ja, dann passt er hinten und vorne nicht. Was passt nicht? Meine Felderwirtschaft hier ist ja... Das ist nicht gut. Fühl ich. Fühl ich irgendwie. Ich fühle das. 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht. Hier dann, ne? Ah! Ich hab schon wieder Reis gefunden. Das ist aber zu spät für Reis jetzt. Im Sommer wächst der nicht. Ich glaube, das ist Frühjahr. Glaube ich. Es wäre nice, wenn man hier nicht gießen müsste und auch keine Sprinkler bauen müsste, sondern einfach nur so Wasser wie in Minecraft quasi. Ist ja so durch das Ding durch. Das wäre nice. Würde ich gut finden. Dann müsstest du ja die Fähigkeit geben, selber Wasser zu setzen. Ja, oder halt aus dem kleinen See, den man hat, dass das dann da so hin dingst. Weißt du? Gedings. Das hätte ich machen müssen. Ja, die Leute wissen, was ich meine. Oh, oh. Sicher. Oh, kann ich so einen Tree-Tap machen? Nee. Hä? Dann kann man die denn machen?
Lol. Wahrscheinlich, wenn ich sammeln mache. Tweet-Tab? Ja, du kannst hier bei den Bäumen kannst du so ein Ding dran machen, dann kriegst du Sirup daraus und sowas. Ach, das, ja, den Ahornsirup. Aber ich weiß nicht, wann man die bauen kann. Ach, jetzt ist auch schon wieder spät. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist auch schon wieder Freitag. Oh nein. Mann, Mann, Mann. Oh nein. Die Katze ist da. Da ist Nefias. Ich war schon lange nicht mehr bei Nefias auf seiner Farm. Er guckt meine immer die ganze Zeit. Also mit dem Feld ist ja auch klar, dass du kein Geld hast. Könntest du bitte mein Feld nicht so angucken? Was ist denn das? Ich habe halt andere Ziele. Das wird bei mir noch. Im Sommer ist meine Zeit. Lacht er mich aus? Ja, aber damit rechne ich ja nicht, dass das so aussieht. Gut Ding will Weile haben, genau. So sehe ich das nämlich. So. Zwei Kisten hat der Herr hier auch schon stehen, weißt du? Richtig glamourös. Gönnung. Gönnung. Oh, ich brauche auch eine zweite Kiste. Ich habe hier große Klappe, aber ich brauche auch bald eine zweite. Kostet nur Holz. 25 oder so. Warte. Oh, was wollte ich jetzt? Durchgeweichte Zeitung. Also, ich will einen Fisch angeln. Brasse. Volle Brasse. Angeln bei Stardew Valley ist ja auch mit so das Geilste überhaupt. Ne? Das ist wie bei WoW damals. Muss auch mal angeln. Bist du spät angeln gegangen? 20, ich bin unten am See. Bei deiner Angebeteten. Stalkst du wieder? Ich guck durch ihr Fenster. So, die gehen wir gleich wegbringen. Die packen wir da rein. Moment, morgen regnet's. Okay. So. Also, sind das Fische, die ich hier rausziehe? Wenn man Fische abgibt, kriegt man nicht ganz so viel Geld, wie wenn man die an den Fischhaini verkauft, ne? Ich glaube, Fischhaini gibt ihr mehr, ja. Dann verkaufe ich den jetzt nicht. Kann er vergessen. Okay. Hattest du einen Topaz gefunden? Nee, ne? Nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht für uns. Also für mich. Muss ich morgen in die Mine. Ins Bett gehen, ja. So. Freunde, Herr Kescher nochmal 218 raus für die Hofarbeit hier. Für den Blumenkohl. Macht er sich nicht ins Curry? Nee, gehört nicht dazu. Kann man machen. Ich habe heute auch insgesamt jetzt 1900 Follower auf Twitch. Morgen regnet es auch. Was? Morgen regnet es auch. Nice. Das ist ja eine krasse Gönnung dann, ne? It's good day. Oh, der Reis ist fertig. Dann gönn dir doch mal. Wird jetzt der Tag noch gespielt heute? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Okay, der Tag wird noch gespielt, Freunde. Ja, dann es regnet. Ihr wisst, was das bedeutet. Mine. Mine, Max.
Action! Ja. Nehmen wir noch zwei Heringe mit hier. Das. Zwei? Oh ne. Was zwei? Oh ne. Bauen wir ein paar Fackeln. Ach, Fackeln, Schmackeln, ey. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Ich baue mir Fackeln. Und dann geht's in die Mineschmiede. Ich brauche einen Topas. Aber du bist auch in der Mine, ne? Mhm. Ein bisschen blöd, wenn wir zusammen in der Mine sind, oder? Nö, wieso? Oh, Shane hat heute Geburtstag. Lag. Der Shane. So, Leute. Challenge in der Mine. Schreibt schnell. Wer zuerst den anderen killt. Das wäre krank. Ich hab eine Scheißebene. Hier ist eine Monsterebene. Monsterebene sind scheiße. Ich bin falsch gelaufen. Bei 1800 Geld müsste ich natürlich eigentlich nochmal rein investieren jetzt, ne? Aber worin? Ich weiß das nicht. Aktien. In den Julia-Markt. Das wäre geil, wenn du so entscheiden könntest, so, du willst alles abreißen. Und dann baust du so ein Julia auf. Also auf jeden Fall. Antifa. Piazza wird auf jeden Fall dem Erdbogen gleich gemacht. So viel kann ich dir schon mal sagen. Das kann er vergessen. Yes, für die Preise. Erstmal den Joja-Markt, ey. Da bauen wir erstmal einen Riesenparkplatz hin für den Joja-Markt. Kannst du doch. Wenn mit den meisten Ärzten rauskommt. Oh, mein Wecker klingelt. Echt? Du kannst du den ausmachen. Wo ist Lu? Hörst du den? Ich? Du hörst ihn nicht, ne? Also klingelt da oder was? Ja, der klingelt. So eine Glocke. Ja. Ganz leise, glaube ich, höre ich den nur. Wo ist denn Lu? Hi. Meine Herren. Lu sitzt mit dem Bürostuhl in der Küche und macht Mozartkugeln. Was? Und hat Kopfhörer auf und deswegen hat sie mich nicht gehört. Macht Mozartkugeln. War lecker. Hä, wo ist denn hier der Ausgang? Ich suche ihn auch. Wo gab's das gute Schwert? Da muss ich eigentlich nochmal hin. Ebene 20. Mach ich, wenn wir die nächste Ebene mit Fahrstuhl erreicht haben. Kann das sein, dass es ist, wenn hier die Fliegen kommen? Ja, hier, nee, die Ebene ist monsterverseucht. Und eigentlich spawnt dann beim letzten Monster die Treppe. Aber irgendwie... Da unten sind eins. Da ist noch eins. Ja, das töten. Ne, immer noch. Na, irgendwo noch eins? Also hier unten ist es mein Card. Schieb das mal. Geht nicht. Ja, das wäre weird. Eigentlich spawnt die letzte Ebene, aber irgendwie haben wir es verbuggt. Oder warte, ist hier noch ein Maulwurf? Ah, hier sind noch Maulwürfe. Jetzt. Thank you.
Wahrscheinlich am Frage Eingang. Frage ist halt wo. Am Eingang wahrscheinlich. Oh, da dodgt der Nefi erst die Schmalzfliege. Oh, nice. Jetzt hast du Ebene 20 oder wo? Mhm. Aha. Ein Stahlkurzschwert. Freunde. Jetzt geht's ab. Jetzt mach ich sie alle nass hier. Das macht so ein bisschen mehr Damage als das andere. Ich frage jetzt für einen Freund, aber warum lässt er das alles hier so dunkel? Weil ich keine Fackel habe. Ah. Habe ich noch nie benutzt in Stardew Valley. So. Wobei, ich glaube, die haben gepatcht, das ist selbst dunkler geworden als früher, oder? Das ist schon mega dunkel hier drin. Früher war das nicht so dunkel. Was stirbt das? Außer das hier. Die sterben spät. Was sollen wir hier die Steine abbauen? Ah, da ist er. Ach, eine helle Ebene. Ja, geht so, ne? Ja, geht so. Oh, viele Gegner, ey. Geh weg. Eigentlich will ich nur Eisen. Ist das ein Topas? Das ist tatsächlich ein Topas. Ja, ist so geil. Hat er schon die nächste Ebene gefunden? Das Quartz. Oh mein Gott, wann geht er denn tot? Der dauert. Das Ding ist halt, da muss ich halt raus, weil ich muss den Topaz an Haley geben. Ja, dann und die geht ja doch. Ist schon 18 Uhr, die gehen doch alle um 18 Uhr schlafen, oder? Kann das jetzt schon 18 Uhr sein? Die Monster-Ebene hat lange gedauert. Ist da ein Fahrstuhl? Nein. Geil. Welche Ebene waren wir denn? 30 schon oder 25 noch? 30 waren wir schon. Nice, sind wir bald auf Ebene 40. Der macht Damage. Ja, ja. Ich dodge den die ganze Zeit. Uhr gehen die alle schlafen. Ich habe ihn, den Eingang. Komme. Fahrstuhl. Sind auf Ebene 30, Fahrstuhl. Um 20 Uhr gehen die alle schlafen. Okay. Guruba, jetzt nimmst du die Beine in die Hand und dann läufst du mal hier. Ich muss sie jetzt aber beeilen, die zu finden. Weißt du, wo sie ist? Ich will wahrscheinlich bei ihrem Haus sein, wa? Ich meine, wenn die um 20 Uhr schlafen gehen. Oha, das wird eine knappe Kiste. Und? Das wird ein ganz enger Hirsch, Leute. Und, bist du drin? Tür verschlossen. Die knappe Kiste. Oh Mann, und morgen ist die Quest abgelaufen wieder. 240 Gold hätte ich dafür gekriegt. Den Stress machst du dir für 240 Gold? Und Haley wäre sehr dankbar. Ach so. Sehr dankbar. Ja, glorreich. Möchte ich fast sagen. Ah, ist das ärgerlich. Gleich die 10. Tür rein. Macht man nix, da macht man nix. So.
Ja, war doch schön, der Strim. Sind wir fertig mit dem Strim? Klingt, als ob du aufhören möchtest. Klingt so. So. Nee, weiß ich nicht, ob ich jetzt aufhören möchte. Das ist eine schwierige Sache. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Oh, wo war jetzt ins Bett gelegt? Stimmt, speichern müssen wir jetzt mal sehen. Speichern müssen wir noch. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Es könnte sein, dass es wieder mal einen Stream gibt. Hofarbeit Level 4. Haters gonna hate. Ja, fand ich okay. Und für die Aufnahme, einmal speichern hier. Für die Aufnahme sagen wir vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.